Wir sind wieder mittendrin im neuen Teil-Lockdown. Die Corona-Pandemie verunsichert, infiziert viele Menschen mit ihren Ängsten um die Gesundheit, um ältere und kranke Menschen. Sie verunsichert uns in Fragen von Existenz, von Lebensunterhalt, im normalen Zusammenleben. Wie mag das weitergehen? Ja, Verunsicherung infiziert. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung. Auch Hoffnung infiziert. Wer sich getragen weiß in den Händen Gottes, im Glauben, der uns auch durch schwere Zeiten trägt, der weiß auch als Hoffnungsträger und Trägerin, dass wir andere Menschen ermutigen können in Hoffnungszeichen, indem wir auch dieses Miteinander, was so ganz ungewohnt ist, auch miteinander leben und gestalten, in der Achtsamkeit füreinander, wo wir andere Menschen mit ins Gebet hineinnehmen, wo wir anderen Menschen helfen, ihnen zur Seite stehen. Dort, wo wir weltweit auch Menschen im Blick haben, denen es in dieser Zeit nicht so gut geht. Dazu möchten wir als Bonifatiuswerk ermutigen, selbst zum Hoffnungsträger und einer Hoffnungsträgerin zu werden. So kleine Hoffnungszeichen zu setzen, zum Beispiel in diesen Karten, die gleich hier in Paderborn unsere Mitarbeiter verteilen werden, aber auch an anderen Orten in Deutschland, von Materialien zur Diaspora-Aktion. Und darum möchte ich Sie bitten, dass wir uns gemeinsam ermutigen und unterstützen, in dieser Zeit etwas von dieser Hoffnung weiterzusagen, weiterzugeben, im Wort, in Tat und auch im Gebet. Werde Hoffnungsträger, unter diesem Leitwort steht unsere diesjährige Diaspora-Aktion. Und der Diaspora-Sonntag wird sicherlich nicht so durchgeführt werden können, wie wir es gewohnt sind. Auch die Gottesdienste können wir mit den notwendigen Corona-Beschränkungen in gewohnter Form nicht feiern. Aber gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten sind unsere Glaubensbrüder und Schwestern, die in einer Minderheitensituation leben, unsere Projektpartner, auf unsere Hilfe und Solidarität angewiesen. In Wort und Tat und auch im Gebet. Und so darf ich Sie bitten, die Diaspora-Aktion mit ihren Möglichkeiten zu unterstützen, aber auch mit einer Spende. Und Sie können gerne, auch wenn es in den Gotteshäusern nicht möglich ist, uns online unterstützen. Das Spendenkonto finden Sie auf der Seite des Bonifatiuswerkes, bonifatiuswerk.de. Ich danke Ihnen allen für diese Solidarität. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und seien Sie Gott behütet. Und zeigen wir gemeinsam, wie wir zu Hoffnungsträgern und Trägerinnen werden können, füreinander, aber auch im Miteinander.